Mutter einer 7-jährigen Tochter hat uns hier zu dieser Bushaltestelle gerufen. Das Kind sollte eigentlich ein Bus sein, ist es aber nicht. Sorry. Hallo, die Polizei Duisburg, hallo. Hallo, meine Tochter, sie sollte mit diesem Bus jetzt ankommen, weil meine Mutter hat sie vor 4 Stunden eingesetzt hat. Und er macht einfach nicht auf. Und sie ist nicht da. Okay, ganz ruhig. Wie heißt sie überhaupt? Anna Fischer. Frau Fischer, einmal tief durchatmen. Ich fasse mal kurz zusammen. Ihr Kind sollte eigentlich in diesem Bus sein, weil ihre Mutter sie reingesetzt ganz hat. Ganz genau. Der Typ macht aber nicht auf, weil er anscheinend schläft. Nee, der schläft nicht. Das tut's nur so. Um ihn kümmern wir uns gleich. Haben Sie denn ein Foto von Ihrem Kind? Ja, klar, natürlich. Zeig ich sofort. Bitte zeigen schön. Sie doch mal. Okay, hat sie das heute auch an? Nee, sie hat diese Jäckchen an. Ich habe das für sie gekauft. Okay. Und Sie sind sich sicher, dass Ihr Kind in diesem Bus war? Ja, natürlich. Da ist auch Ihre Sporttasche. Da liegt, sehen Sie, da ist diese rosane mit Einhörner. Gut, dann kümmern wir uns mal um diesen Meister. Hey, Sportsfreund. Einen wunderschönen guten Tag, die Polizei Duisburg. Hi. Was machen wir, schlafen oder was? Aufmachen bitte einmal, wir haben ein paar Fragen an Sie. Will er uns verarschen? Hallo, kommen Sie da raus, ja, bitte jetzt ganz fix. Mein Gott. Schlafen können Sie später noch. Wo machen Sie denn nicht die Tür auf, wenn die Polizei mit Ihnen vernünftig reden möchte? Pause. Okay, weil Sie Pause haben, okay. Und was sagen Sie zu dem Ganzen? Bleiben Sie doch mal stehen. Was sagen Sie denn zu dem ganzen Sachverhalt? Hey, hey, stehen bleiben! Hey. Bleib doch mal stehen, was ist denn los? Hey, bleib stehen, Kollege. Hallo, wohin? Wohin, was ist denn los mit dir? Okay, und was? Ist alles gut oder was? Alles gut? So, Freundchen. Umdrehen. Okay, okay. Nochmal hoch. Hoch jetzt. So, und eins, zwei und hoch. Hopp, hopp, hopp. Geht doch. So, auf geht's. Hier. Kein Scheiß bauen. Frau Fischer, ich guck mir den Bus mal an, ja? Bitte. Egon, hier der 1020. Wir bräuchten einmal eine Person F. Neubart, wie man spricht, Chris, geboren 200781 in Duisburg. Okay, also wie ich es gerade mitbekommen habe, sind Sie ja schon vorbestraft, ne, junger Mann? Einmal was gemacht und jetzt? Mhm. Das ist die Sporttasche Ihrer Tochter? Ja, natürlich. Gucken Sie es mal an. Ja, natürlich. Ja, die ganzen Sachen sind noch da. Okay, die müssen wir erstmal vorerst behalten. Ja, klar. Zusätzlich, was hast du da? Ich habe hier noch irgendwas, was konnte ich gerade nicht zuordnen, deswegen habe ich es auch bei ihm gelassen. Ich wollte fragen, was du hast. Mach mal auf, bitte. Kaugummis höchstwahrscheinlich oder so, weiß ich nicht. Ach! Ja. Das ist ja interessant. Was denn? Warum liegt es auch im Bus, neben der Sporttasche von der Kleinen? Was weiß ich? Vielleicht kaut sie gleich einen Bonbon. Ein Bonbon? Das sieht mir nicht aus wie ein Bonbon. Hast du ihn mal abgefragt? Hab ich. Und zwar ist Folgendes rausgekommen. Sie sind ja schon vorbestraft wegen dem BTM-Gesetz, ne? Dass sie Arzneimittel hier illegal verkaufen. Schon komischer Zufall, oder? Verstoß gegen Arzneimittelgesetz und dann finde ich da irgendwelche Pillen im Bus? Was ist mit der Kleinen? Bitte sagen Sie, wo meine Tochter ist. Keine Ahnung, ich kenne Ihre Tochter nicht. Wo soll ich das denn wissen? Ja gut, das Ganze kürzen wir dann jetzt nämlich einmal ab. Sie kommen jetzt mit auf die Wache, Sie sind vorläufig festgenommen und wir haben jetzt noch Fragen wegen dem vermissten Mädchen an Sie. Frau Fischer, die KTU, das ist die kriminaltechnische Untersuchung, wird sich den Bus anschauen, sie wird sich die Drogen oder was auch immer das ist anschauen. Und wir werden uns auch noch mal umgucken, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir werden alles tun, um Ihre Tochter zu finden, ja? Ja. Einen Anhaltspunkt haben wir jetzt schon mal. Super. Chris Neubart wird jetzt von den Kollegen zur Wache gebracht und dort vernommen. Auch Frau Fischer wird zur Wache kommen und die Kollegen werden sie dort befragen. Außerdem wird die KTU die Pillen auswerten, die ich im Bus gefunden habe und die wir beim Chris Neubart gefunden haben. Und das Videomaterial der Überwachungskameras werden wir vom Busunternehmen anfordern, um die auch auswerten zu lassen. Hätte Anna Fischer nicht ewig vor einer defekten Ampel warten müssen, wäre sie pünktlich am Bus gewesen und müsste sich jetzt keine Sorgen um ihre 7-jährige Tochter machen. Mara würde nicht einfach so abhauen.
Also nochmal, Ihre Mutter hat die Mara in den Bus reingesetzt und die Mara sollte eigentlich an ihrer Haltestelle aussteigen. Ja, ganz genau. Aber dort war dann nur noch ihr Turnbeutel im Bus. Ja, ganz genau, wir machen das immer. Ich muss zweimal im Monat länger arbeiten, deswegen übernachtet Mara bei meiner Mutter. Und dieses Mal war das wie immer. Sie hat sie in den Bus gesetzt. Oh, sie hat noch gesagt, dass sie eine dickere Jacke angezogen hat, weil es jetzt so kalt war. Moment, ich zeige das. Ich habe das... da. Die Jacke hat sie noch mal drauf, aber die rote. Das Bild brauchen wir auf jeden Fall. Schick das mal uns per Mail, wenn das okay ist mit ihrem Handy. Ja, klar, natürlich. Kann es denn nicht sein, dass die Mara vielleicht irgendwie abgehauen ist? Einen kleinen Streich? Niemals, nein. Also, das ist niemals. Sie liebt mich und ich liebe auch meine Tochter. Also, nee, das kann ich absolut ausschließen. Okay, dann also, freue ich mich. Darf ich mal unterbrechen? Natürlich. Oh. Ich hatte gerade eine Mail bekommen. Überwachungsvideo aus dem Bus ist da. Also, wir würden Ihnen das jetzt zeigen, aber... Bitte zeigen Sie es mir. Kannst du auch von hinten sehen? Ja. Ja, das ist mein Schatz. Was möchte dieser Mann von ihr? Der versucht, sie anzugreifen. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Der folgt ihr nach. Hat er sie verschleppt jetzt? Nein, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Möchten Sie ein Taschentuch haben? Wir sind dran, Ihre Tochter zu finden. Ja, versuchen Sie sich bitte zu beruhigen. Was ist mit Grundschülerin Mara passiert, nachdem sie aus dem Bus stieg? In der Nähe der Haltestelle kann das Fahnderteam einen ersten Fund verbuchen. Ich verstehe es gerade nicht. Hat sie sich versteckt vielleicht? Das kann gut möglich sein, aber so ein gutes Versteck ist es ja jetzt auch wirklich nicht, ne? Ich zieh's mal ein. Lass mal weitersuchen. Warte mal, schau mal. Sind das nicht die Pillen, die wir im Bus gefunden haben? Das würde auf jeden Fall zusammenpassen, ja klar, das müssen sie sein. Ruf sie mit rein. Ja. Ja, jetzt rufe ich auf jeden Fall mal kurz die Kollegen an. Hallo Kollegen, jo. Michi und ich sind jetzt hier immer noch vor Ort und haben zwei Funde. Und zwar einmal ein Puschel von der roten Jacke. Und wir haben hier noch im Waldstück Pillen gefunden, ja, die wir auch im Bus gefunden haben. Bitte machen Sie das. Aber Sie müssen ruhig bleiben. Ja, ansonsten können wir nicht arbeiten. Ja? Ja, natürlich. Ich versuche. Darf ich meinen Kollegen mal eine Sekunde entführen? Ja, sind nur vor der Tür. Das war der John. Ja. Also, die haben in der Nähe, wo der Busfahrer gestellt wurde, da haben sie eine Bommel gefunden von der roten Jacke. Mhm. Und aus dieser Dose eine Tablette. Pille. Und was ich jetzt nicht sagen wollte, weil sie eh schon aufgelöst ist, ich kenne den Typen aus dem Video. Du kannst dich noch daran erinnern, wo ich da beim Rauschgiftdezernat noch gearbeitet habe? Ja. Sven Walter, den habe ich da festgenommen wegen BTM-Delikten. Wegen BTM-Delikten? Ja. Genauso wie der Busfahrer Chris Neubert. Gut, okay. Also, dann gehe ich davon aus, dass das irgendwie eine Übergabe sein sollte. Und die Mara ist da ganz zufällig in so ein krummes Ding reingeraten. Guck mal, ich würde jetzt mich einmal in den Rechner setzen, gucken, ob ich die aktuelle Adresse jetzt hier rauskriege, wo er gemeldet ist, eine Streife hier hinschicken. Mhm. Und dann sollen sie mal einpacken. Wir brauchen ihn. Mhm, okay. Sag ihr dann noch nicht, dass wir ihn kennen, ja? Okay. Was schont. Frau Fischer, wir haben auf jeden Fall neue Erkenntnisse, neue Hinweise, denen wir nachgehen können. Falls wir irgendwelche Ergebnisse haben, werden wir es Ihnen mitteilen. Haben Sie schon wirklich alle Freunde schon angerufen? Ja, natürlich. Aus der Schule, aus allen Vereinen. Ich habe schon alle abtelefoniert. Es gibt keine andere. Keine Ahnung. Okay. Was ist eigentlich mit dem Vater? Es gibt keinen Vater. Ich bin alleinerziehend. Okay, ich verstehe. Dann warten wir mal auf die nächsten Ergebnisse, die Kollegen jetzt erreichen werden. Ich kriege einen Anruf. Ja. Ah. Alles klar, danke für die Info. Gebe ich direkt weiter. Danke dir. Bis gleich, ciao. Du, halt dich fest. Handyortung wurde durchgeführt und es soll sich hier in unmittelbarer Nähe aufhalten. Wir haben ja noch
die Rufnummer irgendwo, ne? Ja, hab ich. Haben wir ja heute noch angerufen. Ruf direkt an. Es klingelt. Hast du was? Irgendwo von da. Ja, ich lass weiter klingeln. Mailbox? Ruf direkt nochmal direkt wieder an. Ja. Irgendwo hier. Can! Ja? Hier. Hier ist es. Scheiße. Sie war definitiv hier. Wir haben die Information bekommen, dass ein Sven Walter die kleine Mara verfolgt hat. Die Frage ist, ob Mara fliehen konnte oder ob er sie in seiner Gewalt hat, er ihr was angetan hat und sie entführt hat. Die Ermittler konnten den Vorbestraften Sven Walter ausfindig machen und haben den verdächtigen 39-Jährigen zur Wache bestellt. Wird die verzweifelte Mutter nun endlich erfahren, wo ihre kleine Tochter steckt? Herr Walter, danke, dass Sie so rechtzeitig erschienen sind. Und zwar geht es um Folgendes. Wir ermitteln in einem Vermisstenfall. Waren Sie heute Morgen in einem Bus? Nein. Ah, okay. Dann würde ich Sie mal gerne auf was ansprechen wollen. Und zwar haben wir nämlich Überwachungsvideos sichten können aus einem Bus. Ich lege Ihnen das einmal kurz hier hin. Mhm. Erkennen Sie sich ja höchstwahrscheinlich, richtig? Ja, und was soll da schon zu sehen sein, ja? Ich unterhalte mich hier mit einem Kind und... Herr Walter, schauen Sie mal. Besitz von Betäubungsmitteln. Sie wurden auch schon verurteilt, mehrfach. Und darüber hinaus habe ich hier einen Laborbericht von der KTU. Die Dose, die eigentlich für Sie gedacht war, die jetzt die Mara hat, da sind illegale Diätpillen drin. Wenn sie stirbt, wenn sie da irgendwo, wenn sie die Gesundheit hat und jetzt im Wald liegt. Ja gut, ich gestehe. Wir haben uns eine gute Masche ausgedacht. Mein Kumpel Chris hat die Dose mit den Pillen unter einem beliebigen Sitz versteckt. Dann hat er mir eine SMS geschickt und dann kurz vor Endhaltestelle steige ich im Bus ein und hol mir den Zeug. Ja, und dann steige ich wieder aus. Ja, und das Mädchen, wo ist das Mädchen hin? Ich weiß es nicht. Die Kleine hat die Pillen eingepackt und dann bin ich einfach mit ausgestiegen. Ich wollte einfach die Pillen wegnehmen. Mehr hast du es geschafft? Nein, sie ist dann auf einmal verschwunden. Aber wo? An der Bushaltestelle. Der Busfahrer Chris Neubart und Sven Walter sind in der Tat Komplizen und haben schon des Öfteren ja, ihre illegalen Machenschaften im Bus abgezogen. Und zwar hat der eine, der Busfahrer, die Pillen unter einem x-beliebigen Sitz versteckt. Sven Walter hat eine SMS bekommen, wusste so, wo er die Pillen abzuholen hat. Aber heute kam unsere kleine Mara dazwischen, hat irgendwie diese Pillen an sich genommen und ist dann aus dem Bus verschwunden. Kommen Sie jetzt erstmal mit mir, ich übergebe zu den Kollegen und da gibt es noch eine andere Sache, worüber wir sprechen müssen. Du, Bora? Ja. Wir haben jetzt gerade von der KTU eine Mail bekommen, schau mal. Und zwar steht da drin, dass das Handy von der Mara jetzt ausgewertet wurde. Und es gibt wohl einen Anrufversuch, und zwar gilt der wohl einem gewissen Peter Hagedorn. Nur das Witzige daran ist, es kam nie zu einem Gespräch, also sie hat es nie geschafft. Entschuldigung. Peter, das ist doch der Vater von Mara. Was ist jetzt hier abgespielt? Moment, Peter Hagedorn ist der Vater. Ja, ich verstehe nicht, was das soll. Wie kommt der Mara dazu, den Herrn Hagedorn anzurufen? Sie haben doch gesagt, dass... Nein, sie hat nie Kontakt. Wir haben mit dem nie Kontakt gehabt. Ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Weiß sie denn den Namen? Ich hatte einen Brief gehabt zu Hause. Der hat das geschrieben. Und ich wollte das Mara später geben. Da steht die Adresse von Peter. Sein Dachdeckerbetrieb. Gut, dann einmal bitte die Adresse da draufschreiben. Weil dann sollten wir uns mal mit Herrn Hagedorn unterhalten, oder? Dachdecker, genau. Ja, aber die Kollegen sind gerade draußen. Ich glaube, wir müssen das tun, Jan. Ja? Ja. Vielen lieben Dank. Das ist sein Dachdeckerbetrieb. Dann sind Sie erstmal entlassen. Wir sprechen mit dem Herrn Hagedorn und halten Sie auf dem Laufenden. Danke. Dann kommen Sie bitte einmal mit raus. Frau Fischer, kommen Sie dann bitte. Für uns stellt sich jetzt die Frage, ob Mara versucht, ihren Vater zu finden, nachdem sie einen Brief von ihm gefunden hat, welcher an sie gerichtet war für später. Und möglicherweise ist auf dem Weg dahin ihr irgendetwas zugestoßen. Aber würde die 7-jährige Mara ganz alleine losziehen, um ihren leiblichen Vater kennenzulernen? Fakt ist, das Mädchen ist seit fast 5 Stunden verschwunden und die Vermisstenfahnder wollen nichts ausschließen. Hallo, schönen guten Tag. Polizei Duisburg, mein Kollege Axo, mein Name Yildiz, wir sind von den Vermisstenfahndern.
Mit wem haben wir die Ehre? Lea Schreiber. Ich bin hier Mitarbeiterin und die Lebensgefährtin von Peter Hagedorn. Das ist der Besitzer von dem ganzen Betrieb. Worum geht's denn? Wir vermissen ein 7-jähriges Mädchen. Mhm. Zwar heißt das Mädchen Mara und wollten Sie fragen, ob sie heute hier war. Nee, die habe ich hier nicht gesehen. Warum sollte sie auch? Also? Ja gut, weil es die Tochter von dem Herrn Hagedorn ist. Und das, wir gehen davon aus, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen. Vermutlich ohne Erfolg. Nee, also ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Also der hat keine Tochter. Sie sehen ja, wir sind schwanger. Das erste Mal. Und der hat auch keine Tochter. Das ist ein Missverständnis. Tut mir leid. Also. Frau Schreiber, dann noch ein Foto würde ich Ihnen sehr gerne zeigen. Können Sie was mit diesem Herrn anfangen? Ja, der war hier. Der war hier auf dem Gelände. Der ist hier rumgelaufen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Wissen Sie denn, um wen es sich dabei handelt? Nee, das weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall hier. Da bin ich mir sicher. Mhm. Hey, Schatz, ich bin nicht wieder. Hallo. Was ist denn hier los? Sie sind dann, wenn Sie Schatz sagen, Sie sind dann Herr Hagedorn, richtig? Peter Hagedorn bin ich, ja. Gut, nicht erschrecken. Ja. Wir sind von einer Vermisstenstelle in Duisburg. Und zwar vermissen wir tatsächlich Ihre Tochter Mara. Meine Tochter? Ja, Ihre Tochter. So sieht sie mittlerweile aus, 7 Jahre alt. Das ist Mara? Ja. Wir gehen davon aus, dass sie versucht hat, sie zu erreichen und zu Ihnen wollte. Oh mein Gott. Was? Damals ist so viel passiert und zusammengekommen. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ja, Herr Hagedorn, sie wird jetzt vermisst und deswegen würde ich Ihnen gerne noch ein Foto zeigen, ob Sie was mit diesem Herrn anfangen können. Sven Walter heißt er. Nein, auf keinen Fall. Kenne ich nicht. Okay, gut, dann halten wir fest, Frau Schreiber, Herr Hagedorn, einmal so schnell wie es geht mit auf die Wache kommen, eine Gegenüberstellung. Mhm. Vielleicht erkennen Sie ihn ja dann auch dort. Ja. Ja? Gut, ja? Wir werden dann fertig. Vielen Dank. Dankeschön. Was hältst du von dem Ganzen? Also, den wirklich ehrlichen Eindruck macht sie nicht auf mich. So ganz komisch. Irgendwie. Die war leicht verwirrt, ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, womit das zu tun haben könnte. Jan? Ja? Schau mal, was ich da hab. Ach du Scheiße, lässt das nicht von. Das war doch an Maras Rucksack dran. Das ist doch ein Sticker davon. Wo hast du das? Hast du das jetzt hier vorne das gefunden? Das lag hier. Genau. Was hat sie uns dann erzählt? Dann war ja Mara definitiv hier. Dann hat sie uns ja angelogen. Ja, das kann gut sein. Lass uns erstmal noch mal reingehen. Du hättest mir das doch sagen können. Ich habe eine Tochter. Wo ist denn das Problem? Frau Schreiber. Ich bin schwanger. Hallo? Sie sagten nur vorhin, dass Sie das Kind nicht gesehen haben, richtig? Ja. Schauen Sie mal, was wir gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen. Und den Sticker kenne ich auch nicht. Na ja, gut. Dann ist es jetzt umso wichtiger, dass sie so schnell wie möglich auf der Wache erscheint für eine Gegenüberstellung. Auf jeden Fall. Ja? Dann kommen wir sofort. Bis gleich. Okay, bis gleich. Was ist mit Mara passiert, als sie im Betrieb ihres Vaters auftauchte? Die Ermittler sind sich sicher, dass die Lebensgefährtin von Peter Hagedorn mehr weiß und appellieren an das Gewissen der werdenden Mutter. Frau Schreiber, ich weiß nicht, ob Sie sich bewusst sind, was sich hier gerade zuspielt. Die Kleine schwebt in Lebensgefahr. Sie ist 7 Jahre alt. Und Sie selber sind auch schwanger und erwarten ein Kind. Können Sie das verantworten, dass der Kleinen irgendetwas passiert? Ja, ist gut. Ist okay. Sie war da. Okay, sie ist gekommen. Sie ist in den Betrieb gekommen, hat mit einem kleinen Brief da vor mir rumgefuchtelt. Ich habe gelesen. Ich habe direkt eine Schrift erkannt. Die Zeilen waren total emotional. Und der Briefkopf war auch unsere Firma drauf. Und ich habe mich dann gefragt, was passiert mit unserem Baby? Was passiert, wenn du hast jetzt eine Tochter? Und die Kleine lächelte mich dann auch an und mir auch so eine kleine Dose gezeigt. Ich habe ein Geschenk für meinen Papa. Frau Schreiber, handelt es sich bei der Dose eventuell um so eine? Sah die so aus? Ja, das ist dieses Giftbier oder Drogen oder keine Ahnung. Es zählt jetzt jede Sekunde. Wir müssen sie suchen. Frau Fischer, holen Sie jetzt einmal bitte tief Luft. Versuchen Sie sich wirklich einmal zu konzentrieren. Ja, wir werden alles daran setzen, Mara wiederzufinden, ohne dass hier was passiert. Okay? Danke. Dann führen Sie fort. Was ist denn dann geschehen? Ja, ich habe sie weggeschickt und als sie dann rausgegangen ist, dann habe ich auch einen Schrei gehört. Ich weiß nicht, woher er gekommen ist oder wer das war. Ich habe auch nicht nachgeguckt dann. Also war Sven Walter höchstwahrscheinlich nicht auf dem Gelände, richtig? Also ich habe da keinen Mann gesehen. Ich habe das jetzt nur gesagt. Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir wissen sollten? Nein, es tut mir einfach nur leid. Ich habe es doch nur gemacht, weil wir haben selber kein Geld. Und wenn das Kind dann kommt, dann
Frau Schreiber, das haben wir verstanden. Ich denke, Sie haben bestimmt einiges zu klären, aber wir müssen jetzt erstmal die Mara finden. Ich würde vorschlagen, da wir die letzten Hinweise auf Ihrem Gelände gefunden haben, dass wir uns dort noch mal umschauen. Kommen Sie bitte mit uns mit, beziehungsweise ich fahre Ihnen hinterher auf jeden Fall. Ja, und du fährst nach Hause, ich komme gleich, wir reden weiter. Dankeschön. Hält sich das Mädchen immer noch auf dem Betriebsgelände ihres leiblichen Vaters auf? Und wenn ja, wie geht es Mara? Hat die Zweitklässlerin von den Diätpillen gegessen, die sie im Bus gefunden hat? Alle hoffen, dass die Suche ein glückliches Ende nimmt. Herr Hagedorn. Herr Hagedorn. Ja. Jan für Bora? Haben Sie dich? Wir können runter in den Keller kommen. Sie ist hier. Hey. Sie scheint geschlafen zu haben. Hallo Mara, hier ist die Polizei. Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Ja. Kannst du aufstehen? Ja. Ja? Dann komm steh mal auf. Guck mal, deine Mama ist auch da. Oh, wir haben ihre Tochter gefunden. Oh, mein Schatz. Mama, sie sind so entschuldigt. Oh, du liebst, ich bin schon so froh. Ich habe mir so viel Sorge gemacht. Was machst du hier überhaupt? Ich habe von Papa einen Brief gefunden. Oh. Und da stand die Adresse drauf. Darum bin ich hier hingegangen. Ach du liebe Zeit, mein Schatz. Ach Mara. So ein. Und du hast das selbst gefunden? Ja. Ganz allein? Ich habe ein Geschenk für dich. Für mich ein Geschenk? Hast du was gebastelt? Oh, da bin ich ja mal gespannt. Herr Hagedorn, dürfte ich einmal ganz fix? Danke. Okay. Mara, ich habe eine Frage an dich. Schau mal, hast du hier eins von probiert? Ja, und ich habe im Wald ausgespuckt. Du hast es im Wald ausgespuckt, das hast du richtig gut gemacht. Gut, dass du es nicht gegessen hast, ja? Das war super gemacht. Mara, wie bist du eigentlich hier hingekommen? Kannst du mir das erklären? Ich bin auf der Treppe verknickst und darum bin ich da hingegangen, darum bin ich da eingeschlafen. Ah, okay. Okay. Naja, gut, dann freut es mich ja, dass sie eigentlich nur auf der Suche nach ihrem Papa war. Ich bin sehr froh, dass die kleine Mara unversehrt ist. Bis auf die kleine Knöchelverletzung ist sie wohlauf und sie scheint auch sehr glücklich zu sein. Des Weiteren hat mich die Reaktion des Vaters auch weit überrascht. Man hat schon gemerkt, dass sie sich sehr gefreut hat, dass wir Mara gefunden haben. Ich wünsche Mara und der Mama, aber auch dem Herrn Hagedorn, nur das Beste für die Zukunft. Die 7-jährige Mara hat sich ganz alleine auf den Weg gemacht, endlich ihren Papa kennenzulernen. Peter Hagedorn wird die verpassten Jahre mit seiner Tochter nachholen und ab jetzt für sie da sein. Mama Anna freut sich darüber sehr und die schwangere Lebensgefährtin des Dachdeckers hat das mutige kleine Mädchen auch in ihr Herz geschlossen.